Hallo Leute, ich bin Arnold und willkommen zu einer weiteren Folge von Angezockt. Heute zeige ich euch ein Spiel namens The Last Heaven. Der letzte Himmel. Ja Leute, wir machen ein neues Spiel, weil ich habe eigentlich schon mal vorgespielt und habe angeschaut. Wer meinen Kanal verfolgt, kennt Survivor the Aftermath. Und ja, das Spiel kann man mit dem vergleichen. Allerdings gibt es hier auch Erneuerungen und so. Erstens, man kann hier eure Leute rumkommandieren, beziehungsweise es gibt Soldaten, die man rumkommandieren kann, also hin und her schicken. Und einem seht ihr schon da hier unten rechts laufen, das ist ein Soldat, der ist bewaffnet. Als allererstes, hier oben haben wir Holz. Also Baum, Steine. Ja, es gibt solche Events. Hier, Sie können Gegenstände und Ressourcen sammeln. Erkunden Sie Gegend. Bla bla bla. Also, ihr könnt da lesen, Leute. So, jetzt aber weiter zu den Stein, Metall. Polymer, Kohle, Kraftstoff, Elektronik, Essen und unsere Leute. Ja Leute, bauen, Forschung, Politik, Karte, Einstellungen, dazu kommen wir später. Als allererstes, wie gesagt, wird uns gesagt, bau ein Lager. Hier ist Baumenü. Ja, und es gibt Level 1 und Level 2. Ja. So, ein Lagerbau. Lager baue ich hier gerne. Mit Mausrad dreht man das Ganze. Allerdings, man muss hier ziemlich gut wissen, wo ihr was baut. Das heißt, wo ihr von Anfang an Häuser haben wollt und so weiter und so fort. So Leute, tut mir leid, musste husten. Folgendes, ich muss mir jetzt hier einen Lagerplatz sozusagen wählen. Ich wähle Lager hier, beziehungsweise ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, dass da ein eingezockt ist, machen wir irgendwo hin den Lager. Dieses Projekt wird ein Projekt. Ich will euch nur mal in Angezockt zeigen, um was es geht. Also Lager hier aufbauen. Jetzt bauen zwei Leute ein Lager. Jetzt sagen sie uns, ja, wir brauchen Holz und so. Also bau Holzfäller. Und bei den Holzfäller, wir haben Holzsteinbruch jetzt offen. Bei den Holzfällern ist es so, Leute. Man kann Gegensatz zu Survivor the Aftermath nicht den Kreis wählen, wo ihr halt das Ganze dann denen zeigt, wo sie sammeln sollen. Deswegen am besten da, wo ihr einfach viel Holz hier sammeln könnt. Also wo der Kreis viel Holz einnimmt. Jetzt bauen die wieder zwei Leute da an. Wir haben Regen, wir haben eigentlich Leute, die obdachlos sind und wir haben 16 Arbeitslosen. Ich lass mal schnell laufen. So, jetzt hier, sie haben Leute in der Stellung bewaffnet. Ja.
STR plus 1 oder 4 drücken, okay? Okay, die laufen einfach hier rum, lasse ich sie laufen. So, jetzt will ich mal ein paar Häuser bauen. Und zwar, wir haben Hütten. Hier ganz normale, hier sind Level 2, Level 1 und dann größere und größere. Schon Haus 2, Haus 3, Haus 4, dann ein Bar und so weiter. Aber wir haben am Anfang nur diese Hütten hier. So, die bauen so schön hier. Ich will euch etwas zeigen. Und zwar, wie gesagt, ich habe hier Soldaten. Get ready. Mit denen kann ich rumlaufen. Und zwar, ich kann sie hier zum Beispiel schicken. Ja, wenn nicht dieser kleine Tutorial wäre. Dass hier Leute Flüchtlinge aufnehmen. Stabilität minus 5. Wir werden zwar mehr Leute haben, also plus 5 Leute, aber wir werden unsere Stabilität verlieren. Ich werde ablehnen, denn wir haben noch nichts. Wir haben kaum Essen. Wir haben minus 19 Essen, Leute. Dazu, also um Essen zu haben, baue ich jetzt hier Gewächshaus. Dieser Gewächshaus wird uns Essen bringen, sozusagen, ne? Also unsere Lager und unsere Holzfäller sind jetzt fertig und da arbeiten jetzt 4 Leute. Ich werde hier das Gewächshaus irgendwo hier vielleicht bauen. So. Und wir können auch Sammelboxen bauen. Hier würde eigentlich Ressourcen, aber wenn man draufklickt, werden da nicht Ressourcen, sondern Russen geschrieben. Wenn man hier drauf geht, ihr seht, sammelt, bekommt fast alle Arten von Russen in ihrer Nähe. Ja, klar. Jemand kann es nicht übersetzen oder jemand liebt einfach Russen. Zusammen. Vor allem. Ja. Kann ich nichts dafür, also es ist halt so. Dieser Sammler wird einfach hier alles in der Nähe sammeln. Das heißt, ich baue es irgendwo hier unten. Sollen sie da bauen. So, jetzt haben wir ein Laboratorium. Und ja. Wissen ist Macht. Labor, Labor, Labor. Da. Was brauchen wir für ein Labor? Steine. Dafür brauchen wir aber ein Steinmetz, ne? Dafür fällt uns jetzt Holz. Apropos Holz, Leute, wir bekommen jetzt plus 3 Holz. Also wir haben ein Sägewerk und dadurch bekommen wir plus 3 Holz. Wir brauchen aber noch einen Steinbrecher. Und da müssen wir noch ein bisschen warten. So, die Hütte, die nimmt, glaube ich, 5 Leute. Auf, der Rest ist noch obdachlos. Also da, wo das Zeichen noch ist, an den Köpfen, da ist noch Obdachlosigkeit. So, wir bauen hier noch eine Hütte. Wir können die dann abreißen und bessere Häuser bauen. Wir haben minus 1 Nahrung. Warum? Hier arbeiten doch 4. Ja. Hier wird gebaut. Hier zum Beispiel, die Bewohner sprachen über eine kleine Müllkippe. Wir können 3 Personen abschicken oder 2. Wir schicken mal 3 ab. Aber ihr müsst gleich dann gucken, Leute, ob bei euch hier überall Leute sind.
Denn manchmal gehen sie von der Arbeit und gehen dann Ressourcen suchen. Wie zum Beispiel bei Sägewerk sind jetzt die drei abgehauen. Und wenn wir noch Arbeitslosen haben, dann bitte reinschicken und ja, dann habt ihr alles. Dann habt ihr alle wieder bei der Arbeit. Ich weiß nicht, warum hier nichts gemacht wird. Stabilität bedeutet so viel, dass wir noch stabil sind und ja, stabil leben können. Ich gucke mal, ob meine Gewächshäuser und Sammler etwas sammeln. So, was kommt da? Da kommt jetzt Essen rein. Hunger in der Siedlung. Wir müssen der. Ja, komm gleich, Leute. So, es kommt langsam. Ja, es kommt jetzt an, aber ganz langsam. Das ist das Essen hier. Da war das Essen. Wir haben noch Waffen, Gasmasken und Munition. Ja, hier im Lager. Wir müssen natürlich noch ein Gewächshaus bauen. Leider haben wir noch 5 Arbeitslosen. Wenn die damit fertig sind, haben wir noch einen Arbeitslosen. Aber wir bauen noch einen mal auf. Wie gesagt, das ist nur angezockt. Ich werde dann diesem Projekt anfangen. Und natürlich versuchen, zugleich nicht in Hungersnot zu kommen. So, jetzt hoffe ich, dass die dann schneller tragen. Ich mach mal 2. Was ist da los? Ach ja. Ablehnen, weil wir jetzt schon Hungersnot haben. Da kommen ab und an mal so Leute zu uns. Hier steht, wie viel Grad wir haben. Tage, also dritter Tag. So, wir haben jetzt plus 2 Essen. Wird plus 2 produziert. Ins Lager wird bis jetzt nichts gebracht. Die werden gleich, die fressen dort alles auf. Aber die Sammler, die sammeln ja auch Zeug wie Beeren und so weiter. Sollte eigentlich sein. So, ich hoffe, da wird jetzt gebaut. Da bringen sie Essen rein. Kommt Holz. Ja, die Häuser fehlen noch, aber wie gesagt, das ist nur angezockt, Leute, und deswegen nicht so viel Beachtung da schenken. Aber auf jeden Fall, das Spiel ist geil. Das habe ich eingespielt. Ich bin rumgelaufen mit ein paar Soldaten und man kann hier Städte finden, ja, also zerstörten Städten. So, wir haben 2, die hungrig sind. Ich hoffe, dass wir jetzt mit dem zweiten hier. Ja, hier kommt jetzt das Essen mal rein. Also plus 1 Essen kommt jetzt rein. Alles gut. Das werden wir schon mal schaffen. So, leider haben wir nur noch einen Arbeitslosen. Ja, was heißt leider? Wenn das in Deutschland so wäre, wäre super, ne? Aber ich meine, wir brauchen jetzt Leute und wir haben zweimal abgewiesen. Wir können hier mit dem Soldaten die Map erkunden. Okay, und der Soldat ist eigentlich obdachlos. Super. Ich hatte noch, eigentlich noch, ich hatte 4 am Anfang Soldaten, ne?
Die laufen hier rum, bringen das Essen ins Lager. So, was ist los? Was ist hier? Okay, das sind die Leute, die wir abgeschickt haben. Und die sind ja zurückgekommen. Haben leider nichts entdeckt. Ja, die konnten leider nichts entdecken. Nichts gefunden. Und das ist ziemlich cool hier gemacht. Das finde ich echt gut gemacht. Also wir brauchen jetzt noch eine Hütte. Die baue ich auch hier. Baut mal noch eine Hütte hier. Haben wir jetzt zwei Arbeitslosen. Okay. Essen minus 1. Also hier wird jetzt schlecht produziert oder was? Jetzt ist okay. Okay. Ich brauche jetzt Steinfäller, also der Steinbruch. In den Lager kommt das Essen. Ja, kommt gut rein. So. Ein wenig schneller. Könnte das schon laufen. Da kommen noch Beeren rein. Aber Beeren zählen irgendwie nicht als Essen. Also ich sehe zumindest hier keinen Beeren. Oder zählen die doch als Essen, aber als Essen insgesamt. Ich meine, in die Dosen. So, wir können jetzt ein paar Flüchtlinge einnehmen. Ich nehme die auch an, weil ich brauche Leute. Ich brauche noch Leute, die arbeiten. So, ich brauche Stein. Und dafür brauche ich 60 Holz. Na, wir warten mal. Ja, es regnet. Ich würde gerne allen jetzt Häuser machen. Aber das weiß ich nicht, wo man das nimmt. Labor. Dann gibt es, wie gesagt, Forschung, Politik, Einstellungen. Das sind die ganz normalen Einstellungen. Ja. Auf jeden Fall, das ist halt, wie, ja, wie Survivor the Aftermath und anderen, wie wir hier jetzt eine Siedlung aufbauen können, sollen. Werden machen. So, ich warte nur auf Holz und dann mache ich Schluss. Wie gesagt, Leute, also ich hoffe, euch gefällt dieses neues Projekt, denn ich habe es vor zu starten, weil ich mag solche Spiele und weil eigentlich, Leute, sind wir fast mit dem Survivor the Aftermath fertig. Wir müssen da nur Benzin besorgen, Öl und so weiter. Dann haben wir eigentlich alles gebaut. Oh, da sind meine zwei. Was ist los? Ein unserer Bewohner ist offensichtlich sehr verärgert über etwas. Geben Sie ihm ein bisschen Essen und dann glaube ich, der wird nicht mehr so verärgert sein. Der will nur einfach essen. Also minus 2, minus 3. Was ist los? Warum wird da Essen nicht produziert? Produzieren. Ich will jetzt Steine
Steinklopper. Da. Steinklopper. Da muss ich mal gucken. Da sind Steine, da können wir kloppen. Da sind Steine, da können wir jetzt diesen Steinbruch machen. Also man muss schon gucken, wo man viele Steine im Kreis hat. Was mir persönlich gefällt, dass es jetzt schon auf Deutsch ist. Außer dieser Russen-Geschichte, ja? So. Aber wie gesagt, kann sein, dass jemand Russen mag. Zumindest zum Sammeln. So, was los? Flüchtlinge, sorry. Ich kann jetzt Stabilität nicht riskieren. So, Obdachlose 10. Oh, nicht gut. Aber wir haben wieder Holz noch. Haben wir Ressourcen. Tut mir leid. Da sind alle meine Soldaten, die sollen alle hier stehen. Aber wie gesagt, das ist, auch wenn es am Anfang ist, und ich glaube, es ist am Anfang, es ist ein ziemlich cooles Spiel. Und ja, man kann das Let's Play. So Leute, ich warte nur ab, bis es gebaut ist. Und dann werden wir für heute Schluss machen. Also, dann beende ich das angezockt. Komm, baut, baut, baut. Steinbrecher. Baut das auf. So, der Steinbrecher ist fertig. Jetzt bekommen wir auch Steine. Also Holz und Steine. Das Einzige, was ich jetzt nicht weiß, wo wir Polymer bekommen. So weit war ich noch nicht. Also Holzofen, das ist das hier. Gewächshaus, Stufe 3. Waffen, Munition und Rüstung, okay. Fabrik. Waffen, Munition und Rüstung. Was ist das? Also 1 und 2, okay. Küche. Lebensmittel und ja. Holz. Aber wo bekommt man Polymer? Hier sind zum Beispiel Wände, Alkohol, Kaserne, Gerüst, Propagandazentrum. Also ich glaube, das wird noch viel, viel mehr kommen. Wie gesagt, wir fangen mal an. Und dann schauen wir. Warte mal. Da stand in der Nähe der Stadt. Das heißt, zum Beispiel hier unten weiß ich, dass eine Stadt da ist. Hier zum Beispiel. Hier können sie dann sammeln. Na, man kann hier dann in der Nähe der Stadt. Und dann hatte zum Beispiel hier und da. Ich glaube, das ist das, was Polymer bringt. Ich habe sie aber falsch gebaut und bekomme jetzt nur vielleicht Holz und andere Ressourcen. Okay, drei Personen können gehen.
So Leute, ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Und ja, ich hoffe, euch wird als Projekt dieses Spiel gefallen. Ja, zeig's mir in Form von Like und Kommentaren, damit ich weiß, dass, ja, dass euch dieses Projekt auch gefällt. Ja, hier wird zum Beispiel Holz und Essen gesammelt. Ja. So, auf jeden Fall vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lone Wolf V3. Ciao.